Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Rückkauf der Anteile an den Berliner Wasserbetrieben von RWE und Veolia war und ist kein Herzensanliegen der CDU-Fraktion. Aber in der gegebenen Situation ist es die vernünftigste Lösung. Der Privatisierungsvertrag von 1999 war, vorsichtig gesprochen, suboptimal. Und die privaten Anteilseigner sind insbesondere vom linken Wirtschaftssenator Wolf jahrelang vor Schienbein getreten worden, was bei ihnen neben sicherlich auch aktuellen strategischen und finanziellen Überlegungen zum Ausstiegswunsch geführt hat. Die CDU-Fraktion wird sich daher dem Rückkauf der Anteile nicht grundsätzlich widersetzen. Wir werden aber den Kaufvertrag, sobald der Senat ihn vorgelegt hat, sehr genau prüfen. Für uns ist natürlich entscheidend, dass der Kaufpreis stimmt. Und in die Kaufpreisberechnung müssen natürlich auch die laufenden juristischen Auseinandersetzungen eingepreist werden. Die Auseinandersetzung, insbesondere Schiedsverfahren, muss natürlich auch durch den Kaufvertrag beendet werden. Auch das Kartellverfahren muss mit seinem erwarteten Ausgang eingepreist werden. Darüber hinaus ist unsere Forderung, dass es natürlich auch ein solides Finanzierungskonzept geben muss für den Rückkauf, das insbesondere auch sicherstellt, dass es auch in Zukunft Spielräume gibt für eine Entlastung der Verbraucherinnen und Verbraucher bei den Wasserpreisen, so wie es die Koalition aus SPD und CDU im vergangenen Jahr beschlossen hat. Meine Damen und Herren, wir als CDU-Fraktion sehen diesen Anteilsrückkauf aber keinesfalls als Ende jedweder Zusammenarbeit zwischen den Wasserbetrieben und privaten Partnern. Im Gegenteil. RWE und Veolia haben bei den Wasserbetrieben sehr viel Positives erreicht. Sie haben hervorragende Führungskräfte gewinnen können. Sie haben die Wasserbetriebe technisch auf Vordermann gebracht. Und sie haben auch die Effizienz des Unternehmens deutlich erhöht durch Prozessoptimierung und auch durch sozialverträgliche Personalreduktion. Wir als CDU-Fraktion stehen daher auch in Zukunft einer Kooperation der Berliner Wasserbetriebe mit privaten Partnern positiv gegenüber, in welcher Form auch immer. Nur eines muss natürlich klar sein, meine Damen und Herren, Gewinngarantien, in welcher Form auch immer, darf und wird es in Zukunft natürlich nicht mehr geben. Der Anteilsrückkauf bei den Wasserbetrieben hat auch nichts zu tun mit der aktuellen Diskussion über eine Rekommunalisierung des Berliner Stromnetzes. Die Koalition aus SPD und CDU hat beschlossen, wie Sie wissen, dass das Land Berlin sich an der Konzessionsausschreibung für das Stromnetz und das Gasnetz beteiligt. Der Ausgang dieses Verfahrens, der beiden Verfahren, ist offen. Aber eine zwingende Notwendigkeit für eine Rekommunalisierung hier gibt es nicht. Denn mit der Neufassung des Energiewirtschaftsgesetzes hat es ja gerade eine Entkommunalisierung der Daseinsvorsorge bei Strom und Gas gegeben, übrigens weitgehend unbemerkt von der Opposition in diesem Haus. Beim Wasser ist es dagegen anders. Hier trägt nach wie vor die Kommune die Verantwortung für eine sichere und effiziente Ver- und Entsorgung. Sie kann sich aber der Unterstützung privater Partner bedienen, und dies halten wir grundsätzlich für sinnvoll. Meine Damen und Herren, der Anteilsrückkauf ist also eine Entscheidung, die uns zwar nicht begeistert, die aber in der gegebenen Situation die beste Lösung ist, wenn der Preis stimmt natürlich, und das werden wir uns im Detail ansehen. Vielen Dank.